Nicht so schlecht sieht es aus für die Aktienmärkte aktuell. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, die Dow Jones-Titel, die sind offensichtlich ganz schön am Pushen, aber nicht nur der Dow Jones, sondern auch der S&P 500. Beim Dow Jones hatten wir gestern diesen Rücksetzer uns mal angeguckt und festgestellt, der ist zu klein für eine ordentliche Korrektur. Und dementsprechend ist das, was wir bisher hatten, noch nicht die richtige. Jetzt ist es aber weiter gestiegen. Hätte man da nicht long gehen können? Klar, man kann an solchen Stellen immer long gehen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Also so eine Situation, dieses klassisch dreiwellige Verhalten, ist grundsätzlich mal gesprochen eine Einladung für die Long-Seite. Keine Garantie, aber zumindest mal eine Einladung für die Long-Seite, wenn wir das oben hier verlassen wieder. Unten kann man es ganz blöd sagen. Viele sagen, nun steig doch lieber unten ein, habe ich doch mehr vom Spaß. Das Problem ist nur, wenn dann der Kurs hier geht, ist es ja kein Dreiweller mehr, dann sagt man nachher, war doch ein Fünfweller, weiß ich im Nachhinein. Deshalb ist das so wichtig, sich da triggern zu lassen. Warum die Situation nicht ganz so toll ist hier mit dem Trigger, ist halt, der Rücksetzer ist klein und deshalb droht auch heute noch die Gefahr, dass der Kurs nochmal einmal hier runterkommt. Also sprich, diese Gesamtbewegung dann hinreichend korrigiert sozusagen und anschließend erst nach oben geht. Ihr seht aber, trotz dieser kurzen Abwärtsüberlegung, die ich jetzt hier noch reinlege, ob das jetzt genauso groß ist, wie ich es gezeichnet habe, das werden wir dann sehen. Es kann ja auch sein, dass es von dem Tief bis zum Hoch gemessen gerade mal die 38 berührt. Aber ich sage mal, so um die 33.600 würde ich schon gerne sehen. Dann hätte ich wieder ein besseres Gefühl, dass das, was dann hier ist, insbesondere wenn es ein korrektiver Verlauf ist, hinreichende Korrektur ist und man danach wieder weiter loslegen kann. Ich bin ja guten Willens, was das Ganze angeht, aber diesen Rücksetzer, diese kurze Pause, die wäre mir dann doch deutlich lieber, um dann einzusteigen. Und aktuell bin ich dann noch ein bisschen zögerlich, ihr hört das schon raus. Wir haben das gleiche Bild grundsätzlich beim S&P 500, da muss man nicht großartig anders drüber reden. Vereinfacht könnte man vielleicht jetzt mal so festhalten, wir haben ja zwischendurch mal so ein bisschen Pausen gehabt. Vielleicht kommt jetzt dann dieser Dreh, diese Korrektur, Stichwort dafür, so dieses letzte Zwischenhoch. Das muss nicht sein, aber es ist sehr, sehr häufig, zwischen Tiefen natürlich. Das muss nicht exakt jetzt diese Marke sein, aber das sind so häufige Levels, die dann erreicht werden, theoretisch die 38,20er, aber ihr seht schon, das ist jetzt kein Riesenunterschied, also wenn ihr jetzt, falls ich dieses Tief treffe, da haben wir es, das mal so festhalten, das sind so klassische Rücksetzermarken, wo man sagt, yep, das bestätigt erstmal Korrektur und anschließend können wir dann weiter reden. Also das wäre mal so das Erste, wo ich eben tatsächlich drauf gucke, ob es hier entsprechend dann tatsächlich passiert. Im Moment zeichnet sich das noch nicht ab. Wir sind nicht sehr impulsiv nach unten gegangen. Das sieht sehr korrektiv aus hier. Warum sieht das korrektiv aus? Ist das nicht ein Fünffäller? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber erstens mal, vierte und zweite überschneiden sich. Darf nicht sein. Zumindest mal nicht, wenn man der Elliott-Theorie folgen mag. Und ich habe die ja ganz gerne auf meinem Plan. Zweitens, die dritte Welle wäre die kürzeste. Darf nicht sein. Wie, ist aber doch. Ja, das kann schon sein, dass die hier die kürzeste ist, aber dann dürfen wir das Ding nicht Impuls nennen. Ihr dürft das nennen, wie ihr wollt, aber nicht ein Impuls, zumindest mal nicht, wenn ihr da dieser Idee folgen wollt. Also dementsprechend das wohl nicht ein Impuls nach unten. Wenn das kein Impuls ist, dann ist wohl eher korrektiv, also irgendwie sowas. So sieht's aus. Ja, das kann natürlich auch eine Art hier Korrektur, zack, und das sein. Das ist eigentlich völlig wurscht. Es ist wohl eher korrektiv. Das würde für nach oben sprechen, allerdings ist die Aufwärtsseite im Moment auch eher mühsam. Das würde das Bild, was ich gerade gezeichnet habe, dass wir so langsam aber sicher, vielleicht schon jetzt, aber so langsam aber sicher in diese Korrektur hier mal reinkommen, durchaus unterstützen. Das ist für die längerfristigen, ehrlich gesagt, ein Non-Event, denn ein Rücksetzer hier um 40 Punkte würde das bullische Bild überhaupt nicht kaputt machen. Im Gegenteil, ich bin ja bullisch. Also auch wenn ich hier die ganze Zeit von abwärts rede, ich bin bullisch. Wovon ich rede ist, eine Korrektur und anschließend geht es dann weiter. Idealerweise nicht so steil wie die. Das ist immer eine, die am schwierigsten ist, um dann nachher noch reinzukommen. Aber wenn es so eine wird, was wir leider natürlich nicht wissen, aber wenn es irgendwie was wird, was so schön A, B, C, dreiwellig in irgendeiner Form, immer merken, dreiwellig ist was sehr klassisch Korrektives und würde eben, wenn vorher eine steile Bewegungsrichtung war, vorläufig für die Fortsetzung sprechen. Das geht natürlich im Großen ganz genauso, wenn das die steile Bewegung ist und wir bekommen hier sowas, wäre das ein entsprechend gutes Zeichen. Aber ihr seht es, ich bin ein bisschen auf der Abwärtsseite, noch nicht notwendigerweise jetzt sofort im Short, mindestens mal in der Abwartephase, vielleicht aber auch tatsächlich mit dem Hintergedanken, da in Bälde den Long-Einstieg dann zu wagen, wenn er diese Korrektur nach unten dann tatsächlich da geleistet hat. Ansonsten wirklich was für die ganz kurzfristigen und ich muss sagen, das sieht für meinen Geschmack, ich mag völlig falsch liegen,
Ich habe ja auch immer keine Ahnung. Aber wenn ich mir das angucke, insbesondere hier das hier. Boah. Und das soll jetzt tolle Moment sein, wo alle sagen, geil, 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 ich will das Ding haben. Nee, das sieht alles eher doof aus. Das heißt, für mich eher ein bisschen Zurückhaltung angesagt, bis der Kurs vielleicht tatsächlich in die genannten Sphären runtersteigt. Nasdaq, machen wir einen ganz kurzen Blick drauf nochmal an dieser Stelle. Der ist ebenfalls grundsätzlich nach oben, also gibt es auch jetzt nichts großartig zu maulen. Ja, man kann anmerken, dass wir in einer überverkauften Zone sind, überkauften Zone sind, aber das muss nicht notwendigerweise sofort für einen Dreh führen. Hier hat es noch eine ganze Weile gedauert. Also das würde ich jetzt daran nicht festmachen. Im Moment sind die Aufwärtsbewegungen beim Nasdaq noch stark nach oben orientiert. Insofern Schwäche gibt es dort nicht, aber auch hier wäre mal ein Rücksetzer jetzt kein großes Verbrechen, wenn er das mal machen würde. Ob er es tut, ich weiß es nicht. Aktuell sehe ich es hier nicht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Hier im kurzfristigen Chart war das Letzte, was ich hier noch einigermaßen erkennen kann, sah in etwa so aus. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, das, was ich hier habe, puh, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, also hier vorne war es ja noch einigermaßen 1, 2, 3, 4, 5, dann hatten wir eine A, B, C und dann hatten wir noch mal eine Fortsetzung. Zugegeben, viel zu klein. Eigentlich, wenn ich sowas sehe, wäre meine Erwartung hier nach dieser ABC eigentlich eine 1 zu 1 Projektion. Jetzt hat der Saukerl das nicht gemacht. Ihr seht also auch die Charttechnik, die ich ja immer so besinge, muss nicht immer perfekt funktionieren. Das ist nur eine statistische Geschichte, dass es halt häufig so ist, dass dann eine 1 zu 1 Kiste kommt. Deshalb immer auch nochmal mit dem Trailing Stop argumentieren und dann kann man sagen, okay, wenn er dann halt irgendwie dann runterkommt, jetzt bleibt auch an hier, dann stoppt man den zum Beispiel jetzt, ob das jetzt der beste Stop ist, mal dahingestellt, aber stoppt man ihn dann aus und hatte dann eine Chance auf mehr und manchmal geht das dann eben nicht weit. Das will ich überhaupt nicht verhehlen, das kann eben auch ebenfalls passieren. Denkt da bitte dran, also nicht den Absolutheitsanspruch. Jawohl, der nächste Trade wird definitiv ein Plus. Das ist etwas, das ist ein Spruch für Leute, die auf die Dauer wahrscheinlich eher auf der Verliererseite sitzen. So, an sich gibt es theoretisch noch zu Gold was zu sagen, das will ich aber vielleicht in einem späteren Beitrag nochmal bringen, dann geschickt aufs Smartphone, deshalb ist das jetzt hier nur mal ganz kurz angedacht. Wir haben bei Gold hier eine Aufwärtsbewegung, die mich noch nicht wirklich vom Hocker reißt. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch über der 1800er Marke hier, da haben wir ein Cluster. Ein Cluster ist kein Beweis, dass der Kurs hingeht und auch nicht, dass er da zwingend dreht. Für mich aber ein Beweis, dass ich definitiv da genauer hingucke, ob der Kurs jetzt hier Schwäche zeigt, also sprich Schübe nach unten und wackelig nach oben. Das ist für die kürzerfristigen Trader dann nochmal spannend. Oder ob er dann da einfach sagt, ist mir völlig wurscht, ich gehe nach oben durch. Auch das wäre interessant, weil das zeigt nämlich, dass die Bären offensichtlich nichts zu sagen haben und jedwede Chance auf eine Drehbewegung durch einen Widerstand nicht genutzt wird. Aber was erzähle ich euch? Ich habe schon lange genug gesprochen. An dieser Stelle mache ich jetzt einmal Schluss. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße, wir sehen uns wahrscheinlich später im Chart wieder. Bis dahin, macht's gut.